Ja, hallo zusammen. Jetzt gucken wir mal nach zwei Sachen, die noch nicht auf dem Plan stehen. Bis jetzt war es ja Espresso und Cappuccino. Jetzt als nächstes machen wir hier Latte Macchiato und einen normalen Kaffee. Okay, aus dem normalen Kaffeehumpen. Das ist jetzt hier eine Kaffee-Latte-Tasse, ein bisschen größer. Und dazu verwende ich jeweils den Siebträger hier mit zweier Auslauf. Und zwar nicht das normale Sieb, ich bin hier ein bisschen anspruchsvoller. Ich nehme hier das La Marzocco Sieb mit dem Strada-Logo. Jetzt habe ich mir hier das 17 Gramm Sieb rausgepickt, steht hier eingraviert. Und hier sieht man genau, die Durchmesser sind genau gemessen mit dem Laser. Also ist ein bisschen präziser Sieb, Normaldurchmesser. Von einem Loch ist im Schnitt, die meisten sind bei 0,22 mm. Also angegeben hier in Mikrometern, 220 sind 0,22 mm. Jo. Und damit arbeiten wir jetzt hier mit unserer ECM Synchronica. Und wir fangen einfach mal an. Ja, mit was fangen wir dann an? Einfach mal mit was Trivialem, mit einem Kaffee. Wie mache ich jetzt einen Kaffee? Ganz einfach, ich mache den so, dass ich diese Tasse hier zur Hälfte mit heißem Wasser fülle und dann doppelten Espresso drauf lasse. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Hauptfehler Nummer 1 ist, die Tasse hier nur mit Espresso volllaufen zu lassen. Also das ist Worst-Case-Szenario, das ist dann bitter, weil nach 30 Sekunden lösen sich die ganzen Gerbe- und Bitterstoffe aus dem Kaffeemehl raus. Das ist also komplett No-Go. Also mache ich jetzt hier einfach meinen Zweierbezug. Hier läuft es rein. Irgendwann sollte jetzt Schluss sein. Das ist jetzt ein kleines bisschen zu viel. Ich habe es aber großzügig eingestellt, so dass ich das dann hier glatt streichen kann. So ermittle ich ungefähr die Menge. Jo, so sollte es passen. Dann wird es einfach angetemmt. So schaut das Ergebnis aus. Und jetzt brauchen wir hier natürlich heißes Wasser in der Tasse. Ist auch ganz einfach. Einspannen, zirp, Hebel ziehen und schauen, was passiert. Irgendwann sollte jetzt da was rauslaufen. Jo. Tatsächlich, es läuft was raus und jetzt ziehe ich mir praktisch die ganzen positiven Substanzen vom Kaffeemehl raus. Und das Ganze kann ich so machen bis 30 Sekunden. Danach ist wirklich Schicht im Schacht und Schluss mit lustig. Das heißt, jetzt wird ja auch die Tasse langsam voll. Jo. Und das hier ist jetzt praktisch mein Endergebnis. Mein Kaffeecreme oder Americano heißt das Ding auch. Kann man ja nennen, wie man will. Und da kann man eben selber rumexperimentieren. Ah, schmeckt gut. Das hier ist, wie gesagt, die normale Cappuccino-Tasse, italienisch. Und ich habe jetzt hier einfach mal für die deutschen größeren Kaffeepötte einfach mal so Kaffee-Latte-Tasse genommen. Und jetzt natürlich nach dem Bezug immer hier nochmal rückspülen. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Damit die ganzen Bitterstoffe und so weiter vom letzten Kaffee draußen sind. Das, was hier in der Tasse ist, will bestimmt keiner dem nächsten Kunden servieren, weil oftmals sieht man ja, dass die Siebträger nicht sauber sind, dass das alte Zeug noch drin hängt und da servieren praktisch die Gastronomen dann den Leuten die Plörre vom letzten Kaffee. Also das ist natürlich suboptimal. Jo, ansonsten war es das jetzt zum Thema Americano, Kaffee, Creme, Schümli, wie auch immer. Und der Gag ist, ich habe jetzt einfach Espresso genommen, also Espresso als Basis für alle Getränke. Und als nächste Geschichte zeigen wir jetzt gleich den Latte Macchiato, okay? Also dann bis gleich.